So Leute, willkommen zurück in einer neuen Episode, Pokémon Violet Edition 2 und gut, wir sind hier letzte Episode stehen geblieben und ja, wir können jetzt nämlich den ersten Arena-Kampf machen, jedoch würde ich erstmal tatsächlich mein Pokémon ein kleines bisschen trainieren, vor allem Riolu, dass wir die so ein bisschen so auf Level 9 haben, würde ich sagen. Serpifeu mit Level 12 passt. Den werden wir sowieso noch im Laufe des Kampfes sowieso noch einbringen, weil die beiden können das wahrscheinlich nicht alles alleine machen. Gut, dann würde ich auch direkt die Pokémon auf diese Route dafür nehmen. Das könnte passen. Gut. Der versperrt immer noch den Weg, aber das sollte sich nach dem Arena-Kampf sollte er weg sein. Okay, gut. Strawickel. Level 2. Das sollte Riolu auch alleine schaffen. Aber mal gucken. Setzen wir mal ruckzucki ein. Okay, gut. So. Das war's mit dir, Strawickel. Okay, gut. Würde ich mich aber auch den Pokémon annähern, die halt jetzt auf der, am Dowsinghof sind. Anton, okay, gut. Setzen wir mal Konter ein. Okay, gut. Das können wir schaffen gegen Anton. Oh nein, das ist fehlgeschlungen. Ach, Jemine. Okay, das ist sehr gut. Level 7, das ist gut. Und bald Level 8. So möchte ich das sehen. Gut. Mal gucken, ob ich einen Trank mit dabei habe, weil wenn, dann werde ich den auch verwenden für Riolu. So, dann bleibe ich mal hier bei den interessant geformten Gras. Okay, gut. Riolu gegen Riolu. Das ist jetzt der Kampf der Giganten. Konter wird uns zwar nicht viel bringen, aber ja. Ist viel geschlungen. Gut. Hätte ich mir auch denken können. Der Kampf des Ruckzuckhiebs. Okay, gut. Level 8, perfekt. Jetzt werden wir gleich mal Nagelotz in den Kampf schicken. Anton, gut. Ich würde erstmal ein bisschen Vorschaden machen, damit Nagelotz es ein bisschen leichter hat. Und ist fehlgeschlungen. Gut. Dann setzen wir kurz nochmal Konter ein und hoffen, dass es endlich mal trifft.
Mies. Gut. Nagelotz. Okay, wir setzen Biss ein. Gut. Okay, gut, das sollte machbar sein gegen Anton. Hinten, da sollten noch ein paar andere Pokémon spawnen könnten. Obwohl das, glaube ich, keinen großen Unterschied macht. Okay, Yorkliff. Ruckzuck-Hieb setzen wir mal ein. Übrigens, ich habe das Seitenbild ein bisschen angepasst. Wenn neue Pokémon mit ins Team kommen, werde ich das noch ein bisschen anpassen. Aber fürs Erste finde ich es ganz okay. Ich würde auch erstmal eher ein bisschen Riolu trainieren, weil ich denke, das ein bisschen effektiver ist als Nagelotz. No front. Okay, das ist ein guter Gegner. Beziehungsweise gut für uns. Okay, Blubber, ja, Blubber du mal. Okay, gleich Level 9. Das ist gut. Das gefällt mir. Voltilam, okay. Da würde ich ruckzuck Hieb einsetzen und dann auf Nagelotz wechseln. Okay. Heuler, ach du meine. Ich bleib bei Biss, das ist, glaube ich, am effektivsten. Und es war natürlich klar. Ich würde da kurz zu Serpifeu wechseln, damit das auch noch ein bisschen Erfahrung bekommt. Ja gut, der Plan ist wohl nicht aufgegangen, ja. Gut, dann setzen wir direkt den Paraheiler ein und gehen danach ins Pokémon Center. So. Gut. Das ist super. Gut. Wir gehen dann kurz mal ins Pokémon Center.
Übrigens, wie gesagt, immer, wenn ihr Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Ich bin offen für jedes Spiel. Gut. Auch für jedes Pokémon, auch für jede Pokémon Challenge. Ob ihr jetzt zum Beispiel einen Nuzlocke haben wollt, bin ich für offen. Ja. Ich habe halt jetzt erstmal das Projekt gewählt, weil das halt eins meiner Lieblings-Pokémon-Spiel ist. Wenn nicht sogar mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Und eben, weil ich finde, dass es ein guter Start ist, hier ein bisschen so Nintendo-Feeling reinzubekommen, weil auf den Kanal ja, ja, so ein bisschen PlayStation-Feeling halt dauerhaft überwogen hat. Ja, finde ich's ganz nett eigentlich. Und es kommt ja auch super bei euch an, ne? Übrigens, ich habe jetzt die Abonnenten auf privat gestellt, weil es mir eigentlich egal ist. Ich weiß, viele von euch haben abonniert, da bedanke ich mich für. Bin ich auch froh drum. Aber ich möchte nicht immer so drauf gucken, wenn ihr das versteht. Wir zeigen die Aufrufe auch, dass euch das gefällt. Und so bleibt das jetzt erstmal. Ja. Weil ich am Ende des Jahres könnte ich die mal wieder öffentlich setzen, einmal sehen. Ich würde jetzt Riolu noch auf Level 10 leveln und dann Nagelotz so auf Level 9 ungefähr. Okay, gut. Wir versuchen es mit Konter. Vielleicht haben wir Glück und er greift an. Gut, dann können wir auch Konter einsetzen. Da war ich eben ein bisschen dullihaft, aber ihr wisst, ich weiß es eigentlich. Gut. Dann setzen wir ruckzuck hier kurz mal ein. Und ja, ich weiß, die Episode wird sich, glaube ich, erstmal ums explizite Training gehen. Aber muss auch manchmal sein. Komm. So ein entspanntes Training zwischendurch ist auch mal was anderes, als wenn wir jetzt halt das Spiel komplett durchwaschen. Also ich möchte schon. Ich möchte schon meine 70 Parts haben. wenn ich das erreichen würde, ja. Wäre natürlich schön, aber mal sehen. Okay, Riolu ist gleich auf Level 10. Dann müssen wir nur noch Lagerlotz. Und dann können wir auch schon zur Arena latschen, ja. Das sollte eigentlich funktionieren. Und wir müssen uns Tränke holen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Okay, gut. Wir hoffen mal wieder, dass er angreift. Ich gehe mal davon aus. Natürlich nicht. War ja klar. Gut, dann setzen wir Ruckzuckhieb eben ein, bevor er uns noch dauerhaft schwächt und dann angreift. Kleiner Banause ist das. Aber nur mit Silberblick würde er nicht weit kommen. Und Level 10. Ist gut. Dann werde ich mal eben zum lieben Nagelotz rüber wechseln. So. Damit er wenigstens auf Level 9 ungefähr kommt, dann sollte das eigentlich passen. Ja. Ich bringe mir Serpi vorher noch auf Level 13. Dann sollte die Arena eigentlich ziemlich machbar sein.
So, Azogrill ist weg. Ist gut. Übrigens, ich habe überlegt, nach Schwarz und Weiß 2, was natürlich noch lange dauern wird, oder zwischendurch auch mal natürlich andere Games anzuzocken, ein bisschen so reinzuschnuppern, wenn ihr versteht. Mal gucken, ob sich dann wirklich langstreckende Let's Plays daraus entwickeln. Und als nächstes so Hauptprojekt, Pokémon-Projekt, wollte ich vielleicht so Heart Gold oder Soul Silver anfangen. Wahrscheinlich Soul Silver, weil Heart Gold habe ich persönlich auch schon gespielt. Weiß 2 und Schwarz 2 schon auch, aber ich wollte mich hier einfach mal für Weiß 2 entscheiden, um die Nostalgie ein bisschen hoch zu leben. Und dann würde ich halt wahrscheinlich eher Soul Silver bevorzugen, weil ich eben Soul Silver noch nicht, also noch nie komplett durchgespielt habe, nur Heart Gold komplett. Oh, naja, uns wird noch viel hier im Projekt erwarten, also seid gespannt. Es kommen jetzt, sind ja jetzt eher so Tutorial-Aufbauphasen, danach kommen erst die richtig coolen Sachen. Und ja, es wird echt cool. Okay, Geduld. Gut, wir setzen natürlich Biss ein. So, das war's dann auch mit Yorkliff. Ich würde aber tatsächlich gerne noch Level 9 mit ihm werden, obwohl wir jetzt schon über 18 sind. 18 Minuten. Und ja, ein Voltilam sollte machbar sein. Hoffe ich mal. Okay, gut. Jetzt hoffen wir auf einen Volltreffer. Bekommen wir natürlich nicht. Das ist dann natürlich Pech für uns. Aber Glück, dass es halt nicht angreift. Gut, dann wechseln wir zu Zapifer. Dann wäre das auch erledigt. Und ich würde mit Nagelotz erstmal ins Pokémon Center gehen und ja, dann würde ich mich auch eigentlich jetzt schon verabschieden. Ja. Wir gehen noch kurz ins Pokémon Center. Dann haben wir das Video auch mal auf 20 Minuten, dann ist das mal was Neues. Ne? Habt ihr vielleicht auch was von? Naja. So, dann werden die Lieben geheilt. Perfekt. Und ich glaube, er braucht jetzt einen ja auch nicht auf Level 9. Sollte machbar sein. Er wird, glaube ich, auf Level 9 keine besondere Attacke lernen. Aber wir sollten uns ein paar Tränke mitnehmen für nächste Episode. Sagen wir mal 10, das war ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber ja. Wir wollen uns ja absichern, auch für den zweiten Arena-Kampf, der dann auch schon kurz danach ansteht. Gut. Da würde ich sagen, schau Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag.